Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und heute spiele ich Invasion MW2, klar. Manuel 98, ich kann dich leider nicht annehmen als Freund, da ich jetzt schon anderen Leuten versprochen habe, die zu adden. Aber ich werde trotzdem jetzt mit ihm das Commentary machen, obwohl er kein Headset hat, obwohl ich ihn jetzt nicht geaddet habe, obwohl wir uns gerade mal 2 Minuten kennen, werde ich das Gameplay mit ihm jetzt erspielen. Am Ende werden wir sehen, wie hoch die KD von Manuel 98 ist. So, ich will aber jetzt nicht über Manuel sprechen. Ich muss erstmal meine Waffen hier loswerden. So, UMP45 holographisch habe ich dabei. Gespickt mit der geilen 44er Magnum mit taktischem Messer. Hammergeiles Gerät. Wir reißen den ersten Kill von Knudi7. Du bist tot. So. Wow! Oh, ganz viele am Start. Jetzt bräuchte ich die Hilfe von Onkamora. Mein PSN-Freund und YouTuber, aber der ist jetzt nicht am Start, der musste leider raus. Hat zu mir gesagt, ich muss leider raus. Und dann war es eigentlich schon weg. Hab ihn nicht mehr verstanden, was er dann wollte. Aber das Schießtraining hat wirklich was gebracht hier. Hab Black Ops 2 gesuchtet, ihr habt es ja gesehen. Und hab jetzt irgendwie hier schon eine gute KD drin. Wer mich kennt, der weiß, dass ich schlecht zocke. Ich zocke so schlecht. Oh. Gut. Alles am Start, Flashbang. Oh, die Haftgranaten sind gut. Die haften schön am Feind. Ah, die sieht man gar nicht hier. Die Gegner sind ja echt gut getarnt hier. In MW2. So, gucken wir mal, wo Manuel steht. Manuel 98. Aber dafür bist du. Ah, das geht schon noch. Die Zeit ist ja noch nicht vorbei. Ist noch alles offen. So, jetzt sichere ich den Raum hier. Am besten mit Flashbang. Da kommt der Gegner gar nicht mehr klar, wenn er Flashbang ist. Er ist ja nur noch einen weißen Bildschirm auf dem Ding. Und dann ist er eigentlich so gut wie eliminiert. Dann gehen wir mal nach da hinten. Docken die Leute auch gern. Ach, Knudi7, der hat mich auch schon erwischt. So, Marathon, Leichtgewicht und Ninja. Oh je. In Black Ops 2 zum Beispiel zu leveln ist ja viel schwieriger als hier in MW2. In MW2 ist es. Ja, ich würde schon sagen, aber es ist auf jeden Fall chillig, in MW2 hier mal schnell hochzukommen. Aber in Black Ops ganz hochzukommen und wirklich den höchsten Prestige zu erreichen mit fairen Mitteln ist so gut wie unmöglich. Man hat die Zeit natürlich, es dauert aber. So. Leute, ich sage ciao. Wir haben das Ding so gut wie gewonnen. Und euer YouTube Gamescom und euer Manuel 98 sagen ciao. Manuel 98 wird das Video wahrscheinlich sehen. Wenn du das siehst, Manuel, erstmal einen Moin Moin an dich. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao. Haut rein.